quasi Glück war, das bei der Flat Call. Das heißt, die haben mir die Akten ohne Einsichtnahme dann wieder zugestellt. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand einen Schaden dadurch entstanden hat. Gut, Überwachung am Arbeitsplatz, eine Maßnahme im Rahmen von Data Leak Prevention. Die Überwachung sollte grundsätzlich aus datenschutzrechtlicher Sicht immer die letzte aller möglichen Maßnahmen sein. Eine Überwachung kann weitreichende Folgen für die Arbeitnehmenden haben und deshalb gibt es immer zuerst ganz andere Maßnahmen, die man mal zuerst beschließen kann, bevor man dann wirklich auch überwacht. Wir haben relativ viele Anfragen bei uns. Wir beraten ja auch, wir haben zwischen 10 und 12 offene Telefone und da haben wir viele Arbeitgeber, die sich erkundigen, wie sie dann eine Überwachung gestalten sollen, dass auch eben das alles rechtlich korrekt abläuft oder, was der schlimmere Fall ist natürlich, wir haben Arbeitnehmende, die plötzlich bemerken, dass sie überwacht werden, was für sie unangenehm ist, weil sie nichts davon gewusst haben und sich jetzt begreiflicherweise auch etwas eingeschränkt fühlen in ihrer Persönlichkeitssphäre. Also, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es gibt einfach gewisse rechtliche Bedingungen, die Sie einhalten müssen. Sie sehen hier, ich habe ich war ein bisschen datensparsam und artikelsparsam. Ich habe nur wenige Artikel genommen. Also Sie sehen mal, grundsätzlich gibt es einen Artikel im Informationsrecht, der den Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers regelt. Dann im Datenschutzgesetz, Herr Rosenthal hat da schon aufmerksam gemacht, der generell den Persönlichkeitsschutz auch regelt. Und dann gibt es die leidige oder gute Verordnung 3, Artikel 26, die Überwachung der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz regelt. Was haben Sie sonst für Maßnahmen? Ich habe gesagt, Überwachung sollte erst die letzte aller möglichen sein. Sie können zum Beispiel mal Richtlinien erstellen, wie zum Beispiel auch Kommunikationsmittel benutzt werden soll, wie mit Informationen umgegangen werden soll. Also man weist an den verschiedenen Informationen nach Schutzstufen zu und regelt dann die Bearbeitung der verschiedenen Informationen und regelt natürlich auch wenn dagegen verstoßen wird, eben diese Bearbeitungsvorschriften. Dann können Sie natürlich in Arbeitsverträgen Geheimhaltungsklauseln aufnehmen, vielleicht Konventionalstrafen auch noch verstärken, wobei man ja immer sagen muss, Sie verhindern damit, das ist nicht eine präventive Maßnahme, das ist nur eine Maßnahme, um dann vielleicht später festzustellen, man war dann schuld, den kann man haftbar machen. Gut, wenn eine Überwachung eben beschlossen wird, dann müssen diese drei Dinge, diese drei rechtlichen Grundlagen beachtet werden und ich werde Ihnen jetzt die einzelnen Grundlagen kurz vorstellen. Da ist auf der einen Seite die allgemeine Bestimmung im Obligationenrecht, dass der Arbeitgeber Eingriffe eben zu unterlassen hat, welche nicht durch den Arbeitsvertrag gerechtfertigt sind. Das bedeutet konkret, also der Arbeitgeber darf keine Daten bearbeiten, die nicht mit der beruflichen Tätigkeit zusammenhängen. In der Bewerbungsphase wäre das, also wenn ich mich da vorstelle, dass da nur Daten bearbeitet werden, die geeignet sind, um meine Fähigkeiten für die ausgeschriebene Stelle zu überprüfen. Während des Arbeitsverhältnisses sind das alle Daten, die mit meiner Erfüllung des Arbeitsvertrags zu tun haben. Und dann gibt es noch gewisse Pflichten nach Beendigung des Arbeitsvertrags. Sie haben nämlich zum Beispiel Aufbewahrungspflichten und am Schluss, meine Damen und Herren, irgendwann muss gelöscht werden. Und zwar wirklich gelöscht. Ich bin immer wieder erstaunt, was Techniker unter Löschen verstehen. Manchmal heißt es überhaupt keine Löschung. Manchmal ist es nur eine Sperrung. Das heißt, man muss immer sehr gut nachfragen. Also Jurist jetzt, was macht ihr dann wirklich mit den Daten? Sind die wirklich gelöscht oder was wird genau gemacht? Vorschriften des Datenschutzgesetzes, die bei der Überwachung von Arbeitnehmenden einzuhalten sind. Ich habe Ihnen jetzt extra nur so allgemeine Grundsätze aufgeschrieben, wobei die stützen sich tatsächlich auch immer auf Artikel ab. Mal müssen die Angestellten informiert sein, dass Überwachungsmethoden verwendet werden und wie der Arbeitgeber auch mit den
ein Nutzungsreglement in dem Sinne, dass man sagt, wie zum Beispiel Internetnutzung, wie, ob das erlaubt ist, privaten Zwecken, E-Mail, ob die auch, ob auch private E-Mails mit dem geschäftlichen Account verschickt werden dürfen. Das ist eigentlich nicht notwendig, aber wir haben trotzdem dazu, das dies zu regeln. Einfach damit die Abgrenzung für den Mitarbeiter klar ist, was ist erlaubt, was ist verboten. Also dass er sieht auch, was ist von meinem Arbeitgeber eben, was wird sanktioniert und wo, wo kann ich eben auch wo kann ich auch die Arbeitsmittel, die mir der Arbeitgeber zur Verfügung steht, zu geschäftlichen Zwecken benutzen. Dann ein zweiter Grundsatz, das ist der Zweckeinhaltungsgebot, dass die Daten nur eben klar definiert mit der Arbeit zusammenhängenden Zwecken erhoben und bearbeitet werden und nicht noch zu irgendwelchen anderen Zwecken. Das ist immer auch sehr interessant, dass da manchmal dafür Daten bearbeitet werden, die wirklich nichts mit dem Arbeitsverhältnis zu tun haben. Der Arbeitgeber, wenn er dann elektronische Überwachungsmethoden zum Beispiel einsetzt, dann darf er sie auch nur nicht dauernd anwenden. Es ist auch interessant, oder ein Spezialproblem ergibt sich dann, wenn er sagt, er überwacht dauernd, aber er macht es dann trotzdem nicht, oder der Eindruck wird währenddessen erweckt beim Arbeitnehmer, dass da dauernd eine Videokamera auf ihn gerichtet ist, obwohl die dann vielleicht nur eine Attrappe ist, oder das könnte ja auch sein. Dann, was wichtig ist, was Sie wissen müssen, ist, dass der Angestellte grundsätzlich eigentlich das Recht hat, ein Auskunftsrecht hat, das heißt, Sie müssen immer 30 Tagen gratis und schriftlich Auskunft geben über alle Daten, die vom, über den Angestellten bearbeitet werden. Wobei hier gibt es auch wieder Ausnahmen, nämlich überwiegende Interessen des Arbeitgebers. Das gilt auch, auch das Datenschutzrecht ist doch auch arbeitgeberfreundlich. Wenn Sie da noch weitere Informationen brauchen, weil ich kann Ihnen hier jetzt nicht jede Überwachungsmethode im Einzelnen erläutern, die ist immer ein bisschen spezifisch ausgerichtet. Da habe ich die vier wichtigsten, meiner Meinung nach wichtigsten Quellen, die wir auf unsere Website geschaltet haben, zusammengestellt. Ich glaube, die Unterlagen werden ja auch elektronisch zur Verfügung gestellt und dann finden Sie sie schneller, als wenn Sie sich durch unsere Website klicken müssen. Also über Google findet man bei uns die Information schneller, als wenn wir unsere eigene Navigation finden, aber ich glaube, wir jetzt links. Okay, dann haben Sie als letzte Rechtsquelle, die ich da anschauen will, ist die Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Artikel 26. Das Arbeitsgesetz, das regelt ja den Gesundheitsschutz des Arbeitnehmenden. Und die Verordnung 3, die schreibt dann in diesem Artikel 26 vor, dass Überwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten der Arbeitnehmer überwachen, nicht eingesetzt werden dürfen. Und Sie merken schon wieder, ich als Juristin, was ist dann das Verhalten des Arbeitnehmers? Wie definiert man das? Das heißt also, grundsätzlich ist eine Überwachung als Sicherheits- oder auch als Leistungskontrolle nicht verboten, einfach wenn das ganze Verhalten eines Arbeitnehmers damit kontrolliert wird. Und das braucht immer eine Abwägung im Einzelfall, das kann ich Ihnen gleich sagen. Also Sie dürfen mich später dann auch im Rat fragen, aber ich werde Ihnen sicher nicht einfach so schnell Lösungen präsentieren können, weil wir das immer ziemlich genau dann auch abklären müssen. Es muss eine Verhältnisabwägung gemacht werden zwischen dem Bedürfnis des Arbeitgebers und dem Bedürfnis des Arbeitnehmers auf Schutz der Privatsphäre. Und das wird eigentlich zweimal gemacht. Also hier sind jetzt zusammenfassend die Bedingungen, die Sie einhalten müssen, wenn Sie eine Überwachungseinrichtung bei sich haben in Ihrem Unternehmen oder eine solche Überwachung planen. Erstens mal muss die Überwachung eben nicht dazu dienen, das gesamte Verhalten der Arbeitnehmenden zu überwachen. Dann ist das Interesse des Arbeitgebers, eben, das habe ich gesagt, diese Verhältnisabwägung.
schon aus, der, aus Artikel 7 DSG, wo man eben die angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz von auch Personendaten ergreifen, das ist sehr gut, sogar gefordert. Dann, wenn man überwacht, ist die eine Frage, also man sagt jetzt, das Interesse des Arbeitgebers überwacht, dann stellt sich die zweite Frage, ja, welches Mittel muss ich einsetzen? Und gerade Videoüberwachung vielleicht noch mit Ton und mit Log-Protokollen, also da muss man dann auch, man muss abwägen, welches Mittel ist das jetzt das geeignete, um diese Überwachung vorzunehmen. Ich habe Ihnen da ein wunderbares Schema, was zwar unscharf ist, aber und auch nicht auf meinen Quellen stammt. Sie sehen hier, das ist aus der Wegleitung des Repo zur Verordnung 3 eben. Also Sie stellen sich mal erstens die Frage, wie Sie nicht mit Ja beantworten dürfen. Dient Sie der Verhaltensüberwachung, Überwachung, dann sagen Sie Nein. Und dann müssen Sie sich überlegen, aus welchen Gründen muss dann eine Überwachung überhaupt stattfinden. Eben ist es aus Gründen der Einbruchssicherheit, Funktionskontrolle, Qualitätssicherung. Wenn Sie hier Ja sagen, dann müssen Sie sich überlegen, wie muss ich jetzt überwachen, eben um auch die Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmer zu garantieren. Welche Bereiche genau muss ich jetzt überwachen? Ist das eben nur der Kassenraum oder ist das eben auch die Toilette oder was ist das genau? Oder wo muss ich überall überwachen? Und wenn Sie das dann gemacht haben, dann haben Sie am Schluss, sehen Sie da unten, eine zulässige Überwachungsanlage. Also eigentlich finde ich, ist das nicht so schwierig oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich da falsche, gehe ich von falschen Annahmen aus, aber ich denke, an und für sich mit diesem Ablauf haben Sie relativ schnell gecheckt, ob Sie das gut machen oder schlecht. Es gibt einen relativ neuen Bundesgerichtsentscheid über die Videoüberwachung. Und zwar es ist das sogar ein lokaler Entscheid eigentlich. Das war eine Bischofterie in der Stadt Zürich und dort war eine Videoüberwachung, also eine Videokamera war im Kassenraum auch installiert und die Arbeitnehmenden wussten aber nichts davon. Und dann bei den täglichen Abrechnungen hat da Geld gefehlt in der Kasse, es waren über 1000 Franken. Und der Arbeitgeber ist begreiflicherweise zum Schluss gekommen, dass er doch diese Videoaufnahmen gerne verwerten möchte und nachschauen, wer hat da, sind eigentlich eigenartige Vorkommnisse an der Stadt gefunden. Das war der Fall und man hat dann geklagt, also die Bischofterie hat geklagt gegen die Arbeitnehmerin, die Betreffende, und sie hat dann gesagt, es sei ein unrechtmäßig beschaffter Beweis, weil diese Überwachung eben nicht transparent kommuniziert war und Grund dürfe der Beweis auch nicht verwertet werden. Das Bundesgericht hat dann, die Firma hat den Entscheid weitergezogen, bis zum Bundesgericht, und das Bundesgericht hat die Beschwerde gut geheißen. Es hat gesagt, eigentlich, wenn also die ganze Verordnung 3, die wir ja auch im Gesundheitsschutz des Mitarbeitenden, und wenn nur punktuell überwacht werde, dann dürfe man